Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro the Dragon. Jo, das erste Spyro-Projekt auf diesem Kanal und es geht in die zweite Runde. Und ich glaube, hier unten kann man auch rein. Wie war das denn noch? Ich glaube, da kann man reinspringen, aber ich glaube, mir fehlt noch was. Deswegen gehen wir erstmal weiter. Ich glaube, in dieser Höhle waren wir noch nicht, genau. Die Edelsteine leuchten uns den Weg. Oh, was haben wir denn hier? Oh, bam, bam. Hahaha. Sehr schön. Kann man da einmal so... Oh, das wäre cool, das einmal so umrammen. Yeah. Alles mitgenommen? Ne, nicht ganz. Passt. Na komm, geh kaputt. Auch noch. Okay, und wen haben wir hier? Meister Linda, dem Mole. Wenn du einen Drachen befreist oder eine der Plattformen betrittst, kannst du das Spiel speichern. Das ist nützlich, falls mal Probleme auftreten. Nicht, dass dir sowas passieren würde, Spyro. Natürlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass 80% der Drachen in diesem Spiel von Aku Aku gesprochen werden. Das ist echt Wahnsinn. Übrigens kommt der Sprecher von Aku Aku aus Kiel. Und der lebt auch aktuell noch. Der lebt noch, weil das hat mir der Viper-Fan Lars 91 mal erzählt, dass das praktisch, ja, eigentlich wurde er gegenüber, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber in der Nähe jedenfalls von ihm. Und ja, finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. So, ich will mal in den Brunnen reinspringen, aber ich glaube, mir fehlt tatsächlich jetzt was. Ich glaube, ich brauche einen Schlüssel noch. Oder habe ich irgendwo einen Schlüssel eingesammelt, das nicht gecheckt? Wir gehen mal hier runter. Hier ist nämlich ein Drache. Gavin. Gavin. Achte auf die Libelle, Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie viel Kraft sie hat. Wenn sie Schmetterlinge isst, bleibt sie stark. Genau wie ich. Ja, klar. Ja, genauso verwirrt würde ich auch reagieren. Das war wieder unser besoffener Drache. So. Haben wir jetzt schon Schlüssel? Wir haben keinen Schlüssel. Okay, dann müssen wir nochmal einen Schlüssel finden. Wo war denn der jetzt versteckt? Wir fehlen noch. Oh, wir fehlen noch ein paar Kristalle. Edelsteine, Gedöns. Ja, wir haben eigentlich alle drei Richtungen abgeklappert, ne? Ich vermute mal ganz stark, dass es hier dran liegt, dass wir irgendwo da oben noch was übersehen haben und dass da auch noch irgendwo der Schlüssel zu suchen ist. So, deswegen gehe ich nochmal hoch. Weil diese Burg, die konnten wir betreten. Oder das Schloss, eher gesagt. Nein, eigentlich wollte ich hier nicht, aber gut, wenn ich schon mal da bin, ne, dann kannst du meinetwegen auch gerne beim Speichern. So, ja, da hinten die Burg, die ist verdächtig, finde ich. Deswegen, da möchte ich gerne nochmal hin. Und deswegen, hopp, fliegen wir da jetzt hier rauf. Man kann ja hier nicht hinter, ne? Genau, das ist eine unsichtbare Barriere, das hatte ich mir schon gedacht. Ah, mir fällt gerade was ein. Ich glaube, hier gab es irgendwo so einen Strand, wo man hier runterspringen konnte, oder? Es kann auch sein, dass ich das gerade verwechsel. Irgendwo gab es hier... Da? Ah, da hinten. Guck mal, da ist noch was, oder? Nee, das haben wir ja auch schon mal gesehen. Aber hier unten ist was. Guck mal. Ha! Hab was gesehen. Sehr schön. Da ist nämlich eine Höhle. Ah, Schlüssel. Sehr schön. Dong, 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 dong. Dong. Schlüssel. Habe ich jetzt alles eingesammelt? Aua. Ja, habe ich. Gut. Nehmen wir den noch mit. Ist das alles? Mal gucken. Ist das alles? Jo. Dann können wir ja wieder hoch. Ja, und dann versuchen wir es jetzt doch einmal direkt mit der Kiste im Brunnen. Vielleicht reicht es jetzt ja schon. Hopp. Aua. Ich kann einfach nicht aus dem Laufen heraus abspringen. Das ist schade. Versuchen wir es. Vielleicht reicht's ja. Wenn ja, dann wäre ich froh. Dann können wir direkt das nächste Level begutachten. Und? Haben wir alle? Nee, es fehlen 4 Stück. Ja, dann müssen wir doch nochmal zurück. Schade. Okay. Das sind bestimmt irgendwie 2, 3 Edelsteine, die noch zwischen den Bäumen liegen. Da gehe ich ganz stark von aus. Ist das jetzt hier der richtige Gang? Nee. Ist er nicht. Au. Ich mag das irgendwie, wenn er gegen die Wand kachelt. Das sieht cool aus. So. Es ist echt gut, dass es hier so eine Rennfunktion gibt. Das macht das ein bisschen einfacher alles. So. Schön, schön, schön. Und dann hopp. Okay. Vielleicht ist ja auch hier irgendwo dran noch was. Also ich bin... Ah, guck mal da. Waren sie das schon? Ne, das war eine Kiste. Okay. Und irgendwie sowas ist hier oben noch versteckt, was ich nicht gesehen habe.
Da ist die Wand. Vielleicht hier irgendwo? Hier drauf? Nö. Da sind Schafe? Schafe, Schafe. Da ist, genau, da ist... das ist der Anfangsbereich, wollte ich sagen. Hier ist nochmal die Burg. Ob ich auf der nicht richtig geguckt habe, das kann natürlich sein. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich die Burg ganz gut abgegrast habe. Aber man soll ja nie, nie sagen. Wir gucken hier nochmal eben. Hopp, hopp. Vielleicht liegt hier immer noch ein Grüner rum. Hm. Da geht's wieder runter. Irgendwo liegt ein grüner Edelstein zwischen den Bäumen oder so. Ich bin mir ziemlich sicher. Oder halt der Kiste. Hier vielleicht? Ne? Da wollen wir das nicht, ne? Hm. Ja gut, dann nützt es ja nichts. Wir müssen einfach suchen, ne? Moment. Ist hier vielleicht was hinter dem Hügel? Das wäre auch ein schönes Versteck. Nein. Da ist auch nichts zwischen. Hier noch Bäumchen. Ich habe ja auch ein paar schon gefunden gehabt, aber ich weiß halt nicht, ob alle. Nein, da ist auch nichts. Ach ja, das kann jetzt ein bisschen dauern, aber ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. So, da war irgendwie wieder eine unsichtbare Wand. Ja, hier ist aber nichts, ne? Da können wir nochmal gucken hier. Ist aber auch nichts. Ist ja ein Ding. Vielleicht ist ja doch nichts hier oben und ich habe das woanders übersehen. Ich meine, auszuschließen ist das natürlich nicht. Es muss nicht zwingend hier oben sein. Das wäre jetzt nur meine erste Vermutung gewesen, weil man das hier halt leicht übersehen kann. Oh. Platsch. Haben wir auch endlich mal unseren ersten Tod. Sehr schön. Wo komme ich denn jetzt wieder raus? Ah, hier. Sehr schön. Aua. Wo bin ich denn? Ach, ich bin im Brunnen. Alles klar. Ja, wenn wir jetzt gerade sowieso hier sind... Ich kann ja nochmal eben locker hier so ein bisschen rumgucken. Nicht, dass ich ihn doch hier am Anfang übersehen habe. Kann natürlich sein, dass hier irgendwo noch ein Edelstein rumliegt. In der Mitte des Levels hier vielleicht zum Beispiel. Ne. Ich gucke nochmal eben hier die anderen beiden Bereiche ab. Also einmal hier diese Höhle. Ne, und dann hier das Stück. Aber ich glaube, hier liegt nichts. Ne, nee. Da geht es nur nach Hause. Da wollen wir aber noch nicht hin. Okay. Dann gehen wir nochmal in die andere Höhle rein. Aber ich glaube, da war auch nichts. Bin mir ziemlich sicher. Einmal rumrennen. Oh, da ist nichts. Sehr gut. Ja, dann kann es nur noch da in dem Bereich sein, wo ich vermute. Jetzt ist es ärgerlich, ne? Weil ich jetzt echt suchen muss, wie so ein Irrer. Und irgendwo ist hier halt der kleine... Achso, hier unten vielleicht. Das kann auch noch sein. Vielleicht habe ich die Wände nicht genau abgeguckt. Das kann auch noch sein. Dass hier vielleicht irgendwas rum... krabbelt. Warte mal. Gucken. Irgendwo in so einer Ecke vielleicht. Hier hinter oder so. Dass ich da nicht richtig geguckt habe. Alles möglich. Aua. So. Aber das sieht echt nicht danach aus, ne? Hier bei der Brücke. Kann man vielleicht auch was leicht übersehen, aber nein. Es ist nicht, ne? Ne. Es muss wieder oben sein. In irgendeinem Baum oder sonst was. Ich kann hier nochmal drauf gucken. Sehe ich aber auch nichts. Sehe ich denn von hier aus vielleicht was leuchten? Nee. Ach! Sehr gut, Alex. Falscher Knopf. Ja, ich komme gerne mit den Knöpfen durcheinander. Ihr wisst das ja, ne? Ihr kennt das ja von mir. So, nochmal hoch da bitte. Ach ja, dann komm. Hoch da. Ja, nützt ja nichts, dann suchen wir jetzt halt. Kann man hier lang? Nee, hätte sein können, dass man da zwischendurch kann. Da ist ein Baum. Oh. Ärgerlich, ärgerlich. Das ist echt schade jetzt, dass wir da so ein bisschen Zeit mit verplempern. Ich hätte euch jetzt auch gern was anderes gegönnt in diesem Part. Ich finde es ein bisschen schade, so am Rand, dass wir für Spyro lila gewählt haben. Ich finde, lila sieht so ein bisschen... Ah, ne? Ihr wisst schon wie aus. Aber okay, man gewöhnt sich irgendwie an alles.
So, warte mal. Wieso sind das so viele Bäume? Wieso ist denn da nichts zwischen? An Steinen oder sonst irgendwas gedöns hier. Das ist nichts. Was ist da? Da! Nee, ach, das ist schade. Das war die Kuppel von diesem komischen Ding. Und zwischen diesen Bäumen ist auch nichts. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich war hier auch schon 25 Mal gefühlt. Da ist der Brunnen, ja. Ach du meine Güte, doch, wo ist denn dieser Scheiß? Also wenn ich es jetzt hier nicht finde, dann gehen wir erstmal raus und dann mache ich erstmal ein anderes Level, weil es ist ja auch ein bisschen nervig für euch, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit rumsuche und nichts finde. Hm. Ach ja, aua. Ja. Gut, ich glaube, wir gehen raus. Halte ich für sinnvoll. Habe ich denn da unten vielleicht was vergessen? Warte mal. Das kann auch noch sein. Ich guck da noch eben einmal hin. Wenn ich da vielleicht noch was finde. War da gerade ein Stein? Nö. Ich habe schon Hallos. Wir gucken da noch mal... Oh, da nicht. Wir gucken noch mal zum Strand runter. Hier können wir noch einmal gucken, ob ich hier vielleicht doch einen übersehen habe, der hier in der Ecke liegt. Nee. Nichts am Strand. Nö. Ja gut, dann gehen wir zum Ausgang, ne? Was soll's? Wir sind jetzt, glaube ich, auch beim Ausgang, wenn wir jetzt hier hochkommen. Ja. Ja gut, dann ist das so. Wir kommen später nochmal hier hin. Vielleicht weiß der Dave ja ungefähr, wo es ist. Oder wir gucken am Ende der Session nochmal nach. Zwei Edelsteine. Oder halt ein grüner. Okay, jetzt wollen wir ein bisschen was erreichen hier. Da war das Maul. Da will ich eigentlich noch nicht hin. Es gab doch hier noch eins. Da hinten, ne? Genau. Bei diesem Turm müsste das sein. Ja, genau. Yay! Bäh. Genau, denn hier haben wir ein Level namens Town Square. Vielleicht gucken wir nach Town Square nochmal in das Level von eben. Und dann machen wir das dann hundertprozentig fertig. Ich denke, das ist ein guter Plan. So. Ich glaube, das war so eine Art Wüstenlevel, oder? Oh, nee, war es nicht. Aber die Musik ist hier am Rumbacken, okay. Und hier haben wir Hühner. Aber an dieses Level kann ich mich auch noch so halbwegs erinnern. So, wen haben wir denn hier? Nils! Willkommen auf dem Town Square, Spyro. Gleite zunächst mal zu den Stieren hinüber. Sieh dich mit der L2 und R2-Taste genau um. Ja, die Stiere. Selbstverständlich. Das Witzige ist ja, dass die Musik in den, ja, ich sag mal Cutscenes, flüssig ist, weil das ist ja wieder eine eigene Szene für sich und da ist das dann wieder was anderes. Das finde ich immer ziemlich cool. Und so wie die Musik dann wieder alleine einsetzt, ja, ne, ist das dann wieder hakelig. Gut, hier ist sonst nichts mehr. Sag ich jetzt erstmal. Da ist unsere Blitz-Tussi. Ja, speicher das mal ab. Die Musik ist gerade ein bisschen anstrengend. Aber okay. Bam. Achso, ich muss die erst einmal anrempeln und dann abfackeln. Okay. Habe ich verstanden. So. Okay. Dann gehen wir erstmal hier hoch. War das bei denen hier? Die muss man auch anzünden, ne? Ach, und dann, ach ja, und dann einsammeln, genau. Also anzünden und dann fliegt da halt ein Edelstein raus und dann kann man da durchspringen. Genau. Ja, wollen wir da mal rauf hier, ne? Ja. So. Ein Leben! Ja, schon 6. Wir haben auch eins bereits verloren. So, welchen haben wir denn hier? Welchen Drachen? Delvin. Nee, Devlin. Devlin. Ah, danke, Spyro. Meine Flügelspitze hat furchtbar gejuckt. Wusstest du, dass du den längsten Gleitflug erzielst, wenn du am höchsten Punkt deines Sprungs die X-Taste drückst? Ist eigentlich logisch, aber danke für diesen Rat, Dingodal. Den werde ich dann irgendwann mal gerne ausprobieren. Also ist die Musik gerade aus, ist auch schön. Es ist sogar gerade angenehm. So, einmal speichern. Ach, jetzt setzt die Musik wieder ein. So ein Pech.
So, ja, dann komm, was ist hier? Erstmal alles tot machen. Ah, ich höre schon wieder einen Eierdieb, okay. So, den auch noch kaputt. Wo ist er denn, der Eierdieb? Läuft er hier rum? Nee. Also er läuft bestimmt hier irgendwo rum, aber jetzt nicht gerade hier um den Brunnen. So, jetzt können wir hier hochgehen. Da ist auch noch was. Hallo, Stier. Also die Hühnergeräusche, ne? Die hören sich schon sehr, sehr echt an. Haben sie cool gemacht. Also das sind echte Hühnergeräusche. So,